Wollt ihr bestellen? Alles sieht so gut aus. Aber ich nehme Pepperoni-Pizza. Ausgezeichnete Wahl. Pepperoni-Pizza kommt sofort. Und für dich, Mister? Ich nehme auch Pepperoni-Pizza. Ich mag's scharf. Alles klar, einen Moment bitte. Ich bestelle sie. Schon erledigt. Hat jemand Pizza bestellt? Die ist schön heiß. Warte, was soll das? Die Pizza ist für Sie. Ist das der Joker? Ich bin ein Riesenfan. Halt mal kurz. Das macht Spaß. Viel besser als mein Lieferjob. Was machst du da? Schätze, ich serviere die Pizza. Aber die ist zu groß für die Puppen. Das werde ich ändern. Und zwar damit. Einfach ausstanzen für die perfekte Größe. Das passt. Ich brauche noch eine. Die ist für dich, Harley. Bon Appetit. So ein romantisches Essen. Ich glaube, die küssen sich gleich. Oh, wie süß. Vielleicht machen wir es ihnen nach. Was? Auf keinen Fall. Nimm das und geh. Was zum... Mano, wie demütigend. Mach's gut. Okay, jetzt zu euch. Hey Barbie, möchtest du was trinken? Dieser Saft ist frisch. Hab den selbst gepresst. Du wirst den lieben. Hier, bitte. Mein Tag war aufregend, also ich war im Laden. Hey, was sollte das? Du hast deinen Saft verschüttet. Schau dir dein Shirt an, voll bekleckert. Vielleicht isst du lieber eine Orange. Igitt, nein! Wow, harte Nuss. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich brauche ein Orangenstück. Das kommt aufs Schneidebrett. Ich werde die Haut abziehen. Ich will das Fruchtfleisch. Der Kern muss weg. Niemand mag die. Die kommen in die Schale. Und dann zerdrücke ich sie. Das hilft beim Stressabbau. Fühlt sich gut an. Jetzt noch filtern. Ich gieße das einfach durchs Sieb. Ich will nur den Saft. Jetzt machen wir den noch süßer. Hier habe ich leckeren Honig. Ich brauche nur einen Löffel voll. Der ist schön klebrig. Ich mache den in den Saft. Dann noch umrühren. Das wird super schmecken. Der kommt jetzt in die Flasche. Ich nehme einen Trichter. Ich will ja nichts verschütten. Jetzt noch den Deckel auf die Flasche und die kann zu den anderen. Oh, sieht gut aus. Das ist keine gewöhnliche Limo. Die muss man drücken. Ich koste mal. So gut. Ich habe eine für dich. Viel Spaß. Lass mich dir helfen. Ist gut, stimmt's? Ah, das ist viel besser. Oh, fast vergessen. Die sind ja für dich. Milch. Oh oh, mein Schnuller. Hey, Tylers Schnuller sieht gut aus. Den nehme ich. Joink, das ist jetzt meiner. Ah, viel besser. Schlafenszeit. Irgendwas stimmt nicht. Das ist meiner. Schnullerdiebin, ich will den zurück. Gib schon her. Wo ist der hin? Verfluchte kleine Hände. Warum musste das passieren? Was ist los, meine Kleinen? Oh, ich sehe das Problem. Schon gut. Nicht weinen. Du hast leicht reden. Das ist nicht schön. Hey, ich habe eine Idee. Die Beeren. Wie offensichtlich. Die retten mir den Tag. Ich fange gleich an. Ich halbiere eine Himbeere, aber ich brauche viel mehr. Jetzt zu den Blaubeeren. Die sollten reichen. Ich habe alles, was ich brauche. Die kommen in den Mixer. Das muss fein werden. Ich will keine Klumpen. Sieht gut aus. Ich schalte den aus. Das kommt in die Pfanne. Ich liebe Kochen. Es fehlt noch eine Prise Zucker. Jetzt gut verrühren und aufkochen lassen. Ich denke, es ist fertig. Ich sauge den Brei auf und fülle ihn in diese Formen. Ich habe Stäbchen reingesteckt. Das mache ich auch mit dem Blaubeermus. Jetzt muss alles fest werden. Das dauert nicht lange. Schon fertig. Die können aus der Form. Einfach rausziehen. Gesunde, leckere Lutscher. Die ersetzen eure Schnuller. Probiert die mal. Lecker. Daran könnte ich mich gewöhnen. Ah, jetzt ist's wieder schön ruhig. Süße Träume.
Jetzt ist Sushi-Zeit. Ich freue mich drauf. Ist mein Lieblingsessen. Komm in meinen Mund. Oh, wow. Das ist köstlich. So was Gutes hatte ich noch nie. Einfach wunderbar. Mein Kompliment an den Koch. Kann ich dir helfen? Oh, du willst ein Stück? Ich habe alles aufgegessen. Bin gleich wieder da. Warte kurz. Was mache ich denn jetzt? Komm schon, denk nach. Hier muss es doch was geben. Aber was? Was ist hier drin? Och, ist leer. Pech gehabt. Zurück zum Anfang. Was ist hier drüben? Aha, Volltreffer. Damit wird's gehen. Jetzt aber schnell. Hippo wird mürrisch, wenn er Hunger hat. Erstmal alles auspacken. Ich hatte mehr erhofft. Aber besser als nichts. Ich muss damit arbeiten. Ich gieße Wasser zum Pulver. Dann verrühren. Jetzt habe ich eine Paste. Dann fülle ich Wasser in die Form. Und schütte Pulver dazu. Oh, das ist gelb. Und umrühren. Dann etwas glätten. Ich mache noch den Rest. Jetzt kommt dieses Pulver. Ich fühle mich wie ein Koch. Ist irgendwie auch entspannend und macht Appetit. Aber das ist nicht für mich. Vielleicht kann ich ja mal kosten. Okay, sieht gut aus. Ich saug das jetzt auf und tropfe es hier rein. Das werden kleine Kugeln. Ist wie Zauberei. Wow, das ist echt cool. Ich glaube, das ist fest. Ich löffle ein Stück raus. Das ist fantastisch. Gutes Sushi braucht Reis. Ich forme den mit meinen Fingern. Daraus soll ein Block werden. Der süße Gummi kommt obendrauf. Sieht aus wie Lachs, stimmt's? Das ist echt einfach. Darf die Sojasauce nicht vergessen. Die gibt dem den letzten Schliff. Wow, ich bin selbst überrascht. Guck mal, was ich habe. Das habe ich extra für dich gemacht. Hoffe, es schmeckt dir. Hier sind deine Stäbchen. Es wurde mit Liebe gemacht. Oh, das ist so süß. Worauf wartest du noch? Probier mal. Das ist lecker. Snacktime mit dir ist immer nice. Diese Reiskekse sind lecker. Oh, Spinne! Oh, nimm die weg von mir! Oh oh, das ist nicht gut. Jetzt kommt er. Hey, was riecht hier so? Besser raus als rein. Ich kann nicht atmen. Ich muss aufs Klo. Hä, wo ist sie hin? Geht's dir gut? Ich habe hier ein Problem. Die ist zu hoch. Kannst du mir helfen? Lass mich nachdenken. Hä, was ist das? Ein günstig platziertes Stück Pappe? Warte, ich habe eine Idee. Ich mach dir ein Klo. Zuerst schneide ich die Pappe aus. Ich habe diesen Kasten gebastelt. Den klebe ich hier hinten an. Dann wickle ich Karton um den Rand. Und klebe das hier drauf. Das ist der Klositz. Und das kommt hinten dran. Jedes Klo braucht einen Deckel. Sie ist fertig. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Oh, die ist ja niedlich. Wo ist meine Puppe? Ah, da bist du ja. Na los, jetzt kannst du dein Geschäft erledigen. Auf deinem eigenen Klo. Oh, ich guck weg. Das tut gut. Oh, mein Magen. Ups, mein Fehler. Bro, voll uncool. War aber beeindruckend. Was war das für ein Geräusch? Was? Hast du was gesagt? Was ist los? Ich muss mal. Wenn man muss, dann... Oh, alles klar. Butler? Sie haben gerufen, Madam. Meine Puppe hat was zu erledigen. Sie können auf mich zählen. Zur Toilette. Erlauben Sie, Madam? Warte, was machen Sie da? Hilfe, ich stecke fest. Hol sie da raus. Geht's dir gut? Alles okay. Überlass das mir. Ich weiß, was zu tun ist. Wird Zeit für einen Einkaufsbummel. Guck dir die an. Oh, ist geschlossen. Also keine goldene Toilette? Oh, schon verstanden. Butler, ich brauche deine Hilfe. Ich will die. Enttäusche mich nicht. Hier, den brauchst du. Das gefällt mir. Jetzt warten wir. Madam, ich bin zurück. Mit der wird's gehen. Viel Spaß. Wie ist sie? Genau, was ich gebraucht habe. Phew, was für eine Erleichterung. Alles erledigt? Machen wir es Ihnen bequem. Süße Träume. Oh, sie ist so niedlich. Jetzt zu meinem Schönheitsschlaf. Phew,
Ich bin so müde. Hä? Was ist los? Wow, unglaublich. Das ist so aufregend. Was ist los? Wir gehen auf eine Party. Du hast einen Pickel. Ich hab was? Warte, ich hab auch einen. Und der ist riesig. So kann ich nicht rausgehen. Butler, wir haben Code Red. Ah, meine Lieblingsmaske. Die bringt alles in Ordnung. Das schafft sie immer. Meine Haut wird makellos sein. Du hast ein Glück. Ich hab dich nicht vergessen. Madam, Ihre Schönheitsbehandlung. Das ist meine Geheimwaffe. Das wird dir gefallen. Der Pickel wird verschwinden. Halt jetzt still. Ich trage das auf. Deine Haut wird strahlen. Vertrau mir, ich benutze das ständig. Wir sind gleich fertig. Jetzt lassen wir das einwirken. Das müsste klappen. Wow, ich liebe so eine Verwöhn-Session. Ich denke, das ist lang genug. Wir können die Masken abnehmen. Wie sehe ich aus? Wunderschön wie immer. Oh, ich helfe dir. Wow, du siehst jünger aus. Oh, wie nett von dir. Wir sind bereit für die Party. Komm, lass uns gehen. Ich kann es kaum erwarten. Ich fühle mich schrecklich. Ich hasse es, krank zu sein. Das ist so viel Rotz. Wenigstens heitert mich der Fernseher auf. So ist das Leben. Chillen und Popcorn essen. Ich weiß, nichts kann das ruinieren. Hatschü! Willst du mich verarschen? Oh nein, was habe ich getan? Das ist voll eklig. Nimm das runter von mir. Sorry. Das ist so klebrig. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Du kommst da erstmal raus. Oh, du sahst schon mal besser aus. Ich muss dich von diesem Rotz befreien. Warte kurz. Vielleicht popel ich das einfach raus. Ganz vorsichtig. Wow, ist ja wie festgewachsen. Ich hab's. Oh nein, es wird immer schlimmer. So viele Pickel. Ich schmeiß das weg. Warte mal. Vielleicht hilft uns das. Ja, das könnte klappen. Wir machen daraus eine Gesichtsmaske. Schlimmer kann's nicht werden. Fühlt sich das gut an? Jetzt müssen wir warten. Okay, schauen wir mal. Zeit für die große Enthüllung. Wow, das hat geklappt. Du siehst toll aus. Hey, du hast recht. Das ist ekelhaft. Warte, ich habe eine Idee. Guck, wir sind berühmt. Wer hätte das gedacht? Mein Rotz hat heilende Eigenschaften. Wir werden reich. Oh yeah. Das ist alles deine Schuld. Machst du Witze? Du hättest mir die Puppe einfach geben können. Hört ihr jetzt endlich mal auf? Hey, aufgepasst. Ihr sollt die Deckel hochheben. Hä? Oh, cool. Was zum... Soll das eine Art Joke sein? Wir müssen reden. Ich bin dran. Wow, schau dir das an. Zuckerwatte und Diamanten? Ich weiß, ist beeindruckend. Fangt jetzt an. Oh, hab's kapiert. Hoffe, du kannst die Luft anhalten, Mindy. Los, steck deinen Kopf in die Schüssel. Wow, stopp, was machst du denn da? Nein, so war's nicht gemeint. Tun wir so, als wäre das nie passiert. Das ist doch nicht so schwer, denk nach. Ein kleiner Tipp. Ah, jetzt weiß ich. Erfrischend. Insekten liefern Eiweiß. Ich fange an, das hier zu bereuen. Ich zeig's euch. Die Zuckerwatte kommt in die Schüssel, verstanden? Klar, wusste ich doch. Ich habe nur rumgealbert. Das wird gut werden. Rein damit. Was wird passieren? Da ist was drin. Das ist eine Puppe. Eine sehr schmutzige Puppe. Ich will die nicht. Schau sie dir mal an. Das ist Pech. Aber total lustig. Du musst nicht gleich so gemein sein. Und was hast du? Hä? Oh, stimmt. Finden wir es heraus. Es geht los. Sie löst sich langsam auf. Eigentlich hätte ich die Zuckerwatte gerne aufgegessen. Zum Glück habe ich was probiert. Oh, da ist eine Puppe. Ich wische dir mal die Haare aus dem Gesicht. Dann komm da mal raus. Vielleicht hätte ich Mindy nicht auslachen sollen. Meine Puppe kommt im Landstreicher-Look. Ist jetzt nicht mehr so lustig, was? Hey, hör auf damit. Und was jetzt? Schaut mich nicht so an. Ich habe Besseres zu tun. Was? Ist sie einfach abgehauen? Wenigstens hat jede von uns eine Puppe. Oh yeah! Oh nein, was habe ich getan?
Och, nimm das ab. Es tut mir leid. Verzeihst du mir jemals? Wir sind Kunstexperten, Süße. Mach dir keine Sorgen. Wir haben von dem Schuh gehört. Die Originalität gefällt mir. Die Pinselstriche sind einzigartig. Ich kenne bessere, aber trotzdem, es ist okay. Sie sind also beeindruckt. Was ist mit Ihnen? Oh, ich bin mir nicht sicher. Was? Okay, das gefällt mir. Das ist schon besser. Ich möchte, dass er perfekt ist. Ich habe eine Idee. Ich nehme eine Schüssel mit Wasser und füge Nagellack hinzu. Verschiedene Farben davon. Ich will, dass es fantastisch aussieht. Das sollte genügen. Jetzt tauche ich den Schuh hinein und bewege ihn im Wasser. Ich möchte, dass er alle Farben auffängt. Wow, sieh dir den an. Meine Puppe hat Maßschuhe. Wow, exquisite Verarbeitung. Die Modehäuser in Mailand wären neidisch. Wir kaufen sie. Hä? Sie hat den Schuh in Nagellack getaucht? Wenn Kunst so einfach ist, will ich es auch versuchen. Ich brauche nur ein paar Schuhe. Na los, wo ist sie? Ich schau mal online nach. Ich habe kein Geld für sowas. Alles ist so teuer. Was soll ich jetzt tun? Ich weiß, ich habe hier etwas Geld für Notfälle. Die Mäuse haben es wohl vor mir gefunden. Ugh, warum passiert mir das immer? Was mache ich jetzt? Vielleicht gibt es hier drunter etwas Geld. Eine Klebepistole und Stifte, die kann ich verwenden. Es ist Zeit, kreativ zu werden. Ich ziehe meiner Puppe zunächst einen Luftballon über die Füße. So werden sie nicht schmutzig. Und sie sehen aus wie Socken. Ich bestreiche den Ballon mit dem Klebestoff. Das wird meine Form sein. Nun brauche ich ein Stück Schaumstoff. Ich zeichne den Umriss eines Fußes. Dann schneide ich ihn aus. Jetzt kann ich ihn ausmalen. Ich mache einen Regenbogeneffekt. Ich will verschiedene Farben verwenden. Wow, sieht fantastisch aus. Ich trage Kleber auf eine Seite des Schaumstoffs auf. Dann kommt die Klebeform darauf. Wow, handmade Boots. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich färbe den Kleber mit dem Korrekturstift. Ich mache kleine weiße Flecken mit dem Stift. Die sind echt cool. Und ich habe sie ganz allein gemacht. Ich hoffe, sie gefallen meiner Puppe. Komm, probier sie an. Sie passen einfach perfekt. Wow, sie sind der Hammer. Du siehst so modisch aus. Sie sind ein Naturtalent. Hä? Wow, schau mal da. Hoffentlich halluziniere ich nicht. Wir haben ein wahres Genie entdeckt. Wohin gehen sie? Ich muss die Boots sehen. Oh, hey. Bravo, ihr Werk ist erstaunlich. Danke. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ist das für mich? Moment, Sie wollen die Boots kaufen? Die verkaufe ich nicht, sie gehören meiner Puppe. Aber wir können sie berühmt machen. Ich will nur, dass meine Puppe glücklich ist. Lass uns hier verschwinden. Ich habe mir geschworen, nicht zu weinen. Das ist kein Abschied, es ist ein bis später. Wow, heute muss mein Glückstag sein, meine eigene Puppe. Wahnsinn. Sie ist so hübsch. Du siehst umwerfend aus, so stylisch und glamourös. Oh, hey. Oh je, was ist denn mit deiner Puppe passiert? Sie hat nur ein Bad Hair Day. Was ist das? Ein Puppen-Makeover? Das ist ja praktisch. Ich hab's zuerst gesehen. Das ist voll cool. Behindere mich nicht sonst. Ich? Du hast sie gehört, Lady. Was ist hier los? Das ist so aufregend. Warte, was ist das für ein Geruch? Wow, das brennt in der Nase. Mach's dir bequem. Das nenne ich Service. Du riechst fast so schlimm wie ich. Ich muss dich sauber machen. Du siehst schlimm aus. Nichts für ungut. Igitt, guck dir das an. Voll eklig. Das könnte eine Weile dauern. Aber danach siehst du wie neu aus. Hast du schon mal was von Körperpflege gehört? Was war das? Das soll aufhören. Du bist so dreckig. Das ist harte Arbeit. Wird Zeit für die schweren Geschütze. Das wird nicht wehtun. Ich muss gleich kotzen. Ich wollte Pommes und keine dreckigen Wattestäbchen. Du siehst gut aus, aber du stinkst noch. Was machen wir da? Warte mal, die Schachtel ist nützlich. Ich habe auch schon eine tolle Idee. Cool, eine gratis Lichtshow. Muss das so sein? Genau, was wir brauchen. Deine eigene Dusche. Was willst du mehr? Worauf wartest du noch? Rein da. Den Gestank ertrage ich nicht länger. Ich dusche gerne mit Musik. Der Song gefällt mir. Sind sie weg? Oh nein, meine Puppe. Das ist eine Katastrophe. Dein Make-up ist verschmiert. Das kann nicht so bleiben.
Wir müssen an unseren guten Ruf denken. Ich weiß. Damit könnte es gehen. Auch wenn es zu schlecht ist für unsere Verhältnisse, ich tupfe Goldfarbe außen ran. Ich nehme einen Schwamm statt einer Bürste, weil es einfacher ist. Ich mache das rund um den Behälter. Dann klebe ich kleine Zierfüße ran. Aber ich bin noch nicht fertig. Da fehlt noch ein bisschen was. Ich trage klaren Nagellack oben auf die Kante auf. Und dann streue ich goldenen Glitzer drüber. Ein paar Edelsteine müssen auch ran, stimmt's? Wow, das wird fantastisch aussehen. Und fertig. Eine Wanne für eine Königin. Jetzt wird's Zeit für ein entspannendes Bad. Ich weiß, du wirst es lieben. Wie ist das Wasser? Hoffentlich schön warm. Hey, vielleicht zünde ich noch ein paar Kerzen an. Würde jedenfalls zur Stimmung passen, aber du siehst schon glücklich aus. La 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 la. Ich denke, das reicht jetzt. Du willst ja nicht verschrumpeln. Du bist fertig. Ist das Kokosnussduschgel? Ich rieche das. Gute Wahl. Wir haben noch einiges zu tun. In deinem Haar klebt so viel Kaugummi. Was können wir dagegen tun? Wie wär's mit deiner neuen Frisur? Ich schneide den aus deinem Haar. Brauchst du das noch? Ach, egal. Das war's. Ich glaube, ich habe alles. Jetzt zum Styling. Aber ich habe keine Bürste. Damit geht's nicht. Aha, das wird perfekt. Ich schneide einen Ast ab. Ich brauche nur ein kleines Stück. Ich mache Kleber auf die eine Seite und klebe der Zahnstocher ran. Jetzt kann ich deine Haare kämmen. Es soll wieder schön glatt werden. Fühlt sich das gut an? Das geht super. Du wirst aussehen, als kämst du frisch vom Friseur. Dein Haar ist jetzt schön weich. Jetzt habe ich dich abgetrocknet. Aber deine Haare, so darf dich niemand sehen. Schon gut, ich habe hier eine Bürste. Und schon bist du wieder schick. Ich mache dir einen Pferdeschwanz. Ups. Hey, pass doch auf. Oh, warte mal. Die kann ich gut gebrauchen. Wow, Britney darf's nie erfahren. Guck mal, was ich hier habe. Die wird toll an dir aussehen. Ich stecke sie dir ins Haar. Oh, wie niedlich. Mit Accessoires kann man nichts falsch machen. Das läuft nicht gut. Versuchen wir es mit Farbe. Nicht bewegen. Ich will's nicht ruinieren. Ist ja wie im Kunstunterricht. Nicht mein bestes Fach. Dann bleibt mir nur eins übrig. Ich muss sie abschneiden. Wie wär's mit einem Bob? Vielleicht habe ich zu viel abgeschnitten. War aber auch schwieriger, als ich dachte. Na gut. Alles kommt runter. Der Glatzenlook ist gerade voll in. Wow, dein Kopf glänzt ja so. Das habe ich angerichtet. Ich muss das beheben. Hä? Ich hab's. Dieses Band kommt wie gerufen. Ich brauche aber nur ein kurzes Stück. Und ich brauche eine Nadel. Mit der trenne ich das Band auf. Dann kommt noch Klebeband ran. Und ich klebe es dir auf den Kopf. Ich klebe Schicht für Schicht ran. Ist wie eine Perücke. Du siehst wunderschön aus. So lang und golden. Kleine, du siehst fantastisch aus. Ich habe nur den Pony etwas gestutzt. Ich denke, wir sind fertig. Hey, wo guckst du hin? Hä? Oh, ich verstehe. Ja, er sieht süß aus. Der ist dein Typ, was? Wow, du bist verliebt. Ich glaube, er mag dich auch. Aber so kannst du nicht rausgehen. Du brauchst ein neues Outfit. Komm her, setz dich hier hin. Was hältst du hiervon? Dann was anderes. Das sieht gut aus. Wow, du bist echt wählerisch. Wir haben den gesamten Kleiderschrank durchforstet. Es gibt nichts anderes. Aber du brauchst doch was zum Anziehen. Hey, ich habe eine tolle Idee. Dafür nehme ich diesen Stoff. Warte kurz. Ich falte den Stoff und schneide dann die Ecke ab. Der Schnitt soll so gerade wie möglich sein. Das kommt um deine Taille. Und dann noch weitere Schichten und dieses goldene Band hält alles zusammen. Ein wunderschönes, wallendes Kleid. Warte, bis er dich daran sieht. Du siehst hübsch aus. Du schaffst das. Oh, wie romantisch. Wie im Märchen. Leute, das ist eine Familiensendung. Ich lasse euch etwas Privatsphäre. Er hat ein Geschenk für dich. Wie aufmerksam. Diese ganze Romantik macht müde. Verschwinde von hier. Setz dich bitte. Wer sind denn die Puppen? Was haben die gesagt? Lass sie in Ruhe. Hört auf zu lachen. Puppen können echt gemein sein. Ignoriere sie einfach, aber wir sollten deine Kleidung wechseln. Ich weiß. Hoffe, du magst Magie. Das wird der beste Trick aller Zeiten. Ich mache aus deiner Mülltüte ein schickes Kleid. Wie findest du es? Ja, es ist fantastisch. Jeder braucht ein kleines schwarzes. Nee. Den haben wir es gezeigt. Schön, dass ich dir helfen konnte. Weißt du, mein Leben ist ziemlich perfekt. Aber eine Sache fehlt.
Hey, wer kommt denn da? Aber hallo, wer ist denn dieser heiße Typ? Aha, enchanté. Hey, ich bin Barbie. Und ich bin Ken, der Mann deiner Träume. Wow, ich glaube, ich bin verliebt. Die sind für dich. Wie romantisch. Du bist so ein Schatz. Wow, du kannst echt gut küssen. Ken, ich glaube, wir bekommen Gesellschaft. Was? Ich werde Papa? Ich war noch nie so glücklich. Ich liebe dich, Schatz. Denk bitte an den Bauch. Oh, ist schon morgen? Hey Ken, wach auf. Ich hatte den besten Traum. Man hat einen Film über mich gedreht. Wirklich? Ich habe kein Auge zugekriegt. Jemand hat die ganze Nacht geschnarcht. Ich mach mich besser fertig. Meine Haare, sie sehen aus wie ein Vogelnest. Hey, du siehst das auch, oder? Du bist immer schön für... Ist okay, das kriegen wir hin. Könnte schwieriger werden, als ich dachte. Wir könnten ein Problem haben. Ich tue so, als wäre das nicht passiert. Ich gebe nicht auf. Es wird Zeit für ein Makeover. Nicht bewegen. Wow, nicht so schnell. Ist okay, ich weiß, was ich tue. Schau dir doch meine Haare an. Wenn du das versaust, steckst du in Schwierigkeiten. Sch, ich muss mich konzentrieren. Hm, das kitzelt. Siehst du, es gefällt dir. Die verknoteten Haare müssen runter. Das wollte ich schon immer mal machen. Nur nicht mit meinen Haaren. Bist du bald fertig? Das war's. Jetzt brauche ich den 3D-Stift. Probieren wir was Neues aus. Diese Farbe ist gerade voll im Trend. Mit dem Stift mache ich enge Spiralen. Ich wollte schon immer Locken haben. Heute ist mein Glückstag. Ich mache deinen ganzen Kopf voll. Ja, ich will keine kahlen Stellen haben. Ich muss auf meinen Ruf achten. Wie sehe ich aus? Wunderschön, wie immer. Lass mich mal sehen. Hey! Wow, das gefällt mir. Jetzt bin ich nicht mehr blond. Die Veränderung ist toll. Sie sind perfekt. Du bist der Beste, Ken. Ich würde alles für dich tun. Ich will, dass du glücklich bist. Wie kann ich dir je dafür danken? Oh, ich weiß. Wir könnten die gleichen Frisuren haben. Geh weg. Wir können hier nicht ewig rumsitzen. Wir müssen was unternehmen. Schau dir mal die Pickel an. Die sind riesig. Ich werde sie ausdrücken. Ich kann nicht. Das ist zu eklig. Jedenfalls nicht ohne Schutzausrüstung. Dieser Dreck könnte abgehen. Ich mache mir doch nicht die Hände schmutzig. Okay, jetzt wird gequetscht. Igitt, schau mal, wie das spritzt. Und deshalb ist es wichtig, vorbereitet zu sein. Uah, ich habe was in den Mund gekriegt. Das schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht. Cremig. Ich habe schon Schlimmeres probiert. Uah, ich kann kaum hinschauen. Du siehst echt übel aus. Hey, jetzt bringen wir es auch zu Ende. Ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Aber das kriege ich wieder hin. Ich gieße Kleber in die Schale. Das müsste reichen. Hm, aber da fehlt noch was. Oh, nicht bewegen. Was machst du da? Sch, mach einfach mit. Ich brauche was von deinem Lidschatten. Der glitzert so schön. Das verrühre ich jetzt. Ich will's durchgemischt haben. Perfekt. Das tupfe ich jetzt auf die Puppe. Stillhalten, ich will nichts verschmieren. So werden wir alle Verunreinigungen los. Hoffe ich zumindest. Alles wird gut. Ich würde auch gern so verwöhnt werden. Wow, deine Haut strahlt. Was für ein Unterschied. Sie sieht gut aus. Was ich von meiner Puppe nicht behaupten kann. Ich mach dich erstmal sauber. Ich will sehen, womit ich arbeite. Schon besser. Warte mal. Was ist mit deinen Zähnen? Die müssen wir schrubben. Uah. Falsche Bürste. Was überlegst du? Die Zahnbürsten stehen direkt vor dir. Hä? Oh, ja. Wie konnte ich die nur übersehen? Die passt zu meinem Stil. Gleich hast du wieder ein Hollywood-Lächeln. Weit aufmachen. Hm, minzig. Hä, wir sind aber noch nicht fertig. Da fehlt noch was. Aber was? Lass mich nachdenken. Ich brauche deinen Ohrring. Den muss ich aber noch in Form biegen. So geht's. Die kommt auf die Zähne meiner Puppe. Dann bekommt sie das perfekte Hollywood-Lächeln. Schau sie dir an, Grace. Was sagst du dazu? Sieht gut aus. Du bist so nett.
Brittany scheint nett zu sein. Wir könnten Freundinnen werden. Oh mein Gott, sind die für mich? Ich will, dass das passiert. Aber ich brauche ein Geschenk. Oh, was ist das? Oh, ist leer. Ich muss was finden. Hm, was ist hier drin? Ich glaube nicht, dass das was für Brittany ist. Weiter geht's. Muss meine Augen offen halten. Oh, vielleicht mag sie ja Blumen. Die nehme ich. Ich mache einen schönen Strauß. Ich bringe die Blumen zusammen und wickle eine Schnur drum und eine Schleife. Oh, wie hübsch. Ich hoffe, der gefällt ihr. Na los, überreiche ihn. Brittany? Was ist los? Ich habe hier was für dich. Bitte sehr. Für mich? Bin gleich wieder da. Aber... Ich muss was finden. Nichts davon ist gut. Oh, eine Halskette. Aber ich brauche noch was anderes. Oh, ein Tiger. Ich glaube, das könnte klappen. Es ist einen Versuch wert. Ich muss den in was Besonderes verwandeln. Nee, kein Dinosaurier. Ein Skorpion. Schon besser. Der braucht noch etwas Farbe. Ich nehme Schwarz und mache Flecken drauf. Dann tupfe ich Gelb drauf. Sieht fantastisch aus. Jetzt brauche ich die Halskette. Ich lege sie um seinen Hals. Wow, guck dir das an. Das ist ein edles Kätzchen. Fantastisch. Oh, Kendall guckt so traurig. Muntern wir sie auf. Hey, Kendall. Der ist für dich. Ich hoffe, er gefällt dir. Wow, mir hat noch nie jemand was geschenkt. Nimm diese Blumen. Oh, es ist der Gedanke, der zählt. Komm her. Sieh dich an, du bist so schmutzig. Wir müssen dich sauber machen. Halt still. Huh? Oh, ist die Decke undicht? Ja, ich brauche eine Dusche. Das fühlt sich gut an. Keine Sorge, ich habe dich nicht vergessen. Ich muss nur ein paar Tropfen auffangen. Das sollte reichen. So entfernen wir den Schmutz. Und du bist wieder wie neu. Man braucht manchmal gute Pflege. Mach's dir ruhig bequem. So eine winzige Zahnbürste. Ganz ruhig. Weit öffnen. Du wirst bald ein Hollywood-Lächeln haben. Ich werde eine Sonnenbrille brauchen, um dich anzusehen. Deine Zähne sind perlweiß. Jetzt bin ich dran. Oh, so beruhigend. So lässt es sich leben. Macht es dir Spaß? Was machen wir jetzt, Püppchen? Bringen wir deine Haare in Ordnung. Deine Haare sind langweilig. Aber ich weiß, was zu tun ist. Ich bin eine Expertin im Haarstyling. Das war deine Schuld. Versuchen wir es noch einmal. Du siehst ja so zerzaust aus. Es ist so nervig. Schön, dich zu sehen, Schatz. Ich mach das schon. Nein, meine Puppe. Okay. Ich brauche aber ein paar Spezialwerkzeuge. Wo sind sie? Aha, genau das brauche ich. Das könnte knifflig werden. Nicht bewegen. Ich nehme eine Schüssel, füge Wasser hinzu und ein wenig Lebensmittelfarbe. Dann vermische ich alles gut. Sieht gut aus. Wo ist meine Kundin? Ich tauche die Haare der Puppe ins Wasser. Ist es warm genug? Was rede ich da? Du bist eine Puppe. Jetzt warte ich eine Weile und bringe das Haar aus, um das Wasser zu entfernen. Jetzt müssen wir dein Haar abtrocknen. Wow, diese Farbe steht dir wirklich gut. Sie sieht echt schön aus. Bist du fertig? Wow, du siehst so anders aus. Ja, aber du musst mich immer noch bezahlen. Ach ja, richtig. Bonbons? Oh, das ist der Grund, warum ich nicht mit Kindern arbeite. Das war toll. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Wow, schau dir ihre Haare an. Wie wär's mit einem neuen Look? Wann hast du das letzte Mal deine Haare gewaschen? Was soll ich jetzt tun? Moment mal. Vielleicht kann ich den hier benutzen. Ein Versuch ist es wert. Ich lege meine Puppe auf den Tisch und schneide ihr die Haare. Wow, kurzer Haarschnitt steht dir gut. Der kahle Kopf aber nicht. Ich nähe die Schnur durch den Puppenkopf und verwende verschiedene Farben. Sie wird spektakulär aussehen. Jetzt die überschüssige Schnur abschneiden und den Kopf wieder anbringen. Wow, ich wünschte, ich hätte solches Haar. Du siehst umwerfend aus. Ich
Ich bin neidisch. Und Ava auch. Wuhu! Schau, du kannst fliegen. Höher, höher. Das macht Spaß. Ich habe so viel Spaß mit dir. Ich werde echt nicht genug bezahlt. Hey, Kleine, dein Paket. Echt? Für mich? Bin gleich wieder da, Barbie. Hey, lass dir Zeit. Ich bin einmal weg. Was das wohl ist? Steht kein Absender drauf? Interessant. Nun, ich mach's einfach auf. Hallo? Was ist das? Du siehst das doch auch, oder? Wow, was ist das? Ich bin deine neue Puppe. Du bist unheimlich. Warte. Das ist seltsam. Sie kopiert alles, was ich mache. Moment mal. Das ist echt lustig. Und etwas langweilig. Okay, peppen wir es auf. Ich kann auch tanzen. Schau dir diese Moves an. Ja, langweilig, Barbie. Freestyle. Das ist meine Chance. Nein, was machst du da? Nimm das. Hey, hör auf. Ich kann nicht hinsehen. Ich hab die Kontrolle hier. Warum tust du das? Ich bin es nur. Was? Komm zurück. Der ist echt schrecklich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm schon, beeil dich. Was sind das für Manieren? Was ist ihr Problem? Ich kann's nicht länger halten. Och nö. Wer hinterlässt denn so das Klo? Und was machst du da drin? Ich hol dich da erstmal raus. Ach, unglaublich, dass ich das mache. Ege, das ist so eklig. Wie hast du das bitte angestellt? Ist doch wahr. Und ich dachte, mein Tag würde mies laufen. Ich muss dich sauber machen. Hoffe, du hast keine Platzangst. Rein mit dir. Hier könnte schwindelig werden. Wow, so hypnotisierend. Puh, zum Glück ist es vorbei. Wow, was für ein Unterschied. Du siehst schon viel besser aus. Vielleicht doch nicht. Wir müssen deine Haare in Ordnung bringen. Keine Bange, ich weiß, was ich tue. Wird Zeit für einen neuen Look. Etwas Lustiges, etwas Freches. Vielleicht ein Bob? Verabschiede dich von deinen goldenen Locken. Hey, das macht Spaß. Vielleicht mache ich das auch mit meinen Teddys. Da ist so viel Kaugummi drin. Das muss alles runter. Nicht bewegen. Schon mal was von Shampoo gehört? Ich vermute nicht. Igitt, das kommt in den Müll. Nee, so wird das nichts. Alles muss runter. Wer weiß, vielleicht steht dir ja eine Glatze. Wir werden es gleich rausfinden. Lange Haare werden überbewertet. Naja, abgesehen von meinen. Ich würde mir nie den Kopf rasieren. Also, der Glatzenlook steht dir doch nicht. Ich habe eine Idee. Ich mache Kleber auf deinen Kopf. Stell dir einfach vor, das ist Conditioner. Das reicht. Ich habe hier diese coolen lila Haare. Die habe ich von Mamas Perücken. Ich klebe sie dir einfach auf den Kopf. Mit dem Pinsel bringe ich sie in Position. Jetzt kommt noch eine Strähne. Ich werde deinen ganzen Kopf bedecken. Ich will keine kahle Stelle haben. Das wäre peinlich. Das ist die letzte Strähne. Wow, manchmal bin ich von mir selbst überrascht. Ich bürste sie noch durch. Du siehst umwerfend aus. Aber wir sind noch nicht fertig. Lassen wir es funkeln. Mit diesem kleinen Gadget geht's ganz einfach. Ich leg's über dein Haar, drücke und der Edelstein bleibt kleben. Wer steht nicht auf Glitzer? Siehst du? Ich wusste, dass das gut aussieht. Ich sollte das professionell machen. Das ist fantastisch. Wow, das steht dir echt gut. Perfekt. Okay, was kommt jetzt? Wir müssen noch deine Wimpern machen. Autsch, das tat weh. Das mache ich nur für Freunde. Aber das ist es mir wert. Du willst doch lange Wimpern haben. Nur noch ein paar. Wow, so habe ich mir das vorgestellt. Okay, lehn dich zurück und entspann dich. Jetzt mache ich deine Lippen. Und ich weiß auch schon was. Ich nehme diesen klaren Nagellack. Und würde das zwar nicht machen, aber an dir wird's toll aussehen. Ich bestreiche deine Lippen. Genauso. Und dann streue ich Glitzer drüber. Ich nehme Pink. Ich glaube, damit kommen deine Lippen super zur Geltung. Ups, das war vielleicht zu viel. Keine Bange, ich puste das weg. Wow, ich sollte mir einen Glitzerlippenstift zulegen. Wir könnten Make-up-Freundinnen werden. Lass mich dich anschauen. Was fehlt noch? Ich weiß, wird Zeit für Tinte. Das wird nicht wehtun, glaube ich jedenfalls. Ich drücke die vorsichtig auf deinen Arm. Und schon hast du süße Tattoos. Wir machen beide Arme. Du wirst richtig cool aussehen. Ja, das finde ich gut. Das macht dich besonders. Damit fällst du auf.
Als nächstes brauchst du neue Klamotten. Zum Glück habe ich ein passendes Outfit für jeden Anlass. Hier ist bestimmt was drin, das dir gefällt. Schau dich ruhig um. Wie wär's damit? Was sagst du dazu? Ich fühl's auch nicht. Zurück zum Anfang. Vielleicht bist du eher ein Shirt-Mädchen. Das ist niedlich. Okay, das ist anders. Aber nein, das nicht. Was haben wir noch? Sieh das an. Ich mag das. Das wird dir gut stehen. Aber eine Sache fehlt noch. Du brauchst Schuhe. Der Barfußlook ist nichts für dich. Meine Schuhe sind zu groß. Hä? Ducky? Nicht in der Öffentlichkeit. Hoffe, du hast gespült. Aber eigentlich kann ich das gebrauchen. Verurteile mich nicht. Genau diesen Schleim brauchen wir. Ich dehne ihn jetzt und gib mir deinen Fuß. Und jetzt gib mir deinen Fuß. Ich leg den um deinen Fuß. Mit Absätzen kann man nichts falsch machen. Die sind exklusiv. Jetzt kommt noch Farbe drauf. Das könnte mein Markenzeichen sein. Das wird ein schöner Kontrast. Ich bemale auch den Absatz. Wow, die stehen dir echt gut. Was für eine Verwandlung. Wir haben es geschafft. Hä? Was ist los? Oh, klar. Wenn man muss, dann muss man. Ich entferne den oberen Teil der Flasche. Mein Karateunterricht hat sich ausgezahlt. Jetzt muss ich das noch anmalen. Weiß ist perfekt. Ich male das komplett an. Auch den Hals. Jetzt warten wir, bis das trocken ist. Ich klebe sie auf den Deckel. Eine Klobrille brauchst du auch. Du willst es doch bequem haben. Dafür nehme ich Schaumstoff. Jetzt kommt der Spülkasten ran. Dein Thron erwartet dich. Probier's aus. Mach ein Testgeschäft. Keine Bange, ich guck weg. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Wir sehen so hübsch aus. Warte, du brauchst dein eigenes Telefon. Ich habe das für dich gekauft. Wir können jetzt texten. Das war sehr unhöflich. Du solltest etwas dankbarer sein. Versuchen wir es noch einmal. Halte einfach die Bürste. Och, das muss ich in Ordnung bringen. Danke, ihr mysteriösen Hände. Ha, eine schwierige Aufgabe. Die erfordert eine Menge Planung. Die Puppenhände sind zu klein. Wenn ich... Oh, ich kann eine Tasche entwerfen. Die wird ganz toll. Ach, das sieht schrecklich aus. Sie ist zu langweilig und simpel. Noch einmal von Anfang an. Fokus, Ava. Ich weiß, dass ich es kann. Die sieht schon besser aus. Sie braucht ein Kettenband. Wow, ganz herrlich. Ich sollte Designerin werden. Ich bin ein Genie. Ich nehme goldenen Schaum und schneide ihn in einer Kreuzform. Jetzt ziehe ich die Klebeschicht ab und falte die Ränder um. Dann drücke ich sie zusammen. Danach falte ich den langen Teil um. So, ich habe jetzt eine Tasche. Ich brauche nur die Kette. Wow, die würde ich tragen. Bitte schön, deine neue Tasche. Da kannst du all deine Sachen bewahren. Da gibt's so viel Platz. So hast du dein Telefon immer bei dir. Oder deine Haarbürste. Da ist alles drin. Wow, du siehst umwerfend aus. Wir müssen unbedingt ein Selfie machen. Das werde ich definitiv posten. Lächeln! Wir sind live. Haben Sie eine Botschaft für Ihre Fans? Oh, hi. Filmen Sie mich von meiner besten Seite. Aus dem Weg, Lady. Ich rede mit der Puppe. Entschuldigung. Hey. Gehen Sie aus dem Bild raus. Das ist echt peinlich. Was habe ich getan? Das ist meine Chance. Ich nehme das hier. Genau das brauche ich jetzt. Ich muss mich beeilen. Ava soll das nicht merken. Zuerst schneide ich dieses Patch ab. Die Farben sind erstaunlich. Jetzt brauche ich einen Reißverschluss. Ich trage Kleber an beiden Seiten auf und klebe Glitzerschaumstoff darauf. Jetzt muss ich es formen. So falten und dann auf ein Stück Karton kleben. Es soll sicher sein. Jetzt Kleber an die Ränder geben. Zum Glück ist meine Hand ruhig. Das sollte reichen. Dann klebe ich mehr Schaumstoff auf. Ich will keine Lücken. Noch einmal auf der anderen Seite. Jetzt den Patch in dieselbe Form schneiden und auf den Schaumstoff kleben. Jetzt kommen zwei kleine Kleckse Kleber nach oben. Einfach so. Ich klebe ein winziges Stück Stoff an. Und auch auf der Seite ohne Patch. Meine Puppe hat einen Rucksack. Bitte, gefällt es dir, Süße? Wow, ich wünschte, ich würde so aussehen wie du. Kannst du das schneller machen? Woher hat Annie den Rucksack? Sieht ja toll aus. Oh, danke. Ist doch süß, oder?
Er gefällt mir sehr. Warte. Ist das mein Kleid? Ein Kleid? Nein, keine Kleider hier. Aber wir reden später darüber. Ich liebe unsere Fernsehabende. Was kommt noch? Warte, lass mich mal umschalten. Oh, eine Liebeskomödie. Langweilig. Ich weiß, lass uns romantisch ausgehen. Das hört sich gut an. Ich warte hier auf dich. Wie gefällt dir das Outfit? Sieht mein Bauch dick aus? Mir gefällt's. Du siehst umwerfend aus. Na, ich fühle mich dick. Ich muss mich umziehen. Barbie, warte. Outfit Nummer 2. Was sagst du dazu? Es ist wunderbar. Ups, ich muss sie zuknöpfen. Könnte ein Problem sein. Das geht nicht zu. Ich muss weiterziehen. Worauf sitze ich denn hier? Da ist was in meiner Tasche. Ha, ich habe mich schon gewundert, was hier so riecht. Hey, die bringt mich auf eine Idee. Du willst meine stinkende Socke? Ja, leider. Die kann ich aber gebrauchen. Zuerst schneide ich sie durch. Ich mache den Schnitt über der Ferse. Den unteren Teil brauche ich nicht. Jetzt klappe ich den oberen Teil um. Da mache ich einen kleinen Schnitt rein. Jetzt drehe ich die Socke um und mache das gleiche auf der anderen Seite. Ich schneide nur eine kleine Ecke ab. Das sieht gut aus. Die lege ich erstmal zur Seite. Als nächstes brauche ich eine Mülltüte. Ich nehme die hübsche rosafarbene. Ich lege einen Finger in die Mitte und falte die Tüte. Das muss ganz genau sein. Dann drehe ich sie um. Wo ist jetzt mein Kleber? Aha! Ich trage eine dünne Linie Kleber an einer Seite auf. Genau so. Das müsste reichen. Dann falte ich den Boden so nach oben. Es müssen solche Falten entstehen. Ich mache das bis ganz nach oben. Am Ende habe ich eine Fächerform. Genau, was ich wollte. Ich habe meinen Ausgehrock entworfen. Aber ich brauche noch Klettverschluss. Der kommt oben in die Ecke. Und das Gegenstück auf die gegenüberliegende Seite. Dann mache ich ihn zu. Ich prüfe noch, ob alles hält. Ich will ja nicht, dass er auseinanderfällt. Das wäre peinlich. Wow, ich liebe dieses Outfit. Ist so schick. Barbie, du siehst umwerfend aus. Auf geht's in die Stadt. Wow, guck dir die Kleider an. Ja, die sehen toll aus. Und die Idee mit der Mülltüte. Fand ich auch gut. Mund auf. Es ist wichtig, genug zu trinken. Der Rest ist für später. Aber wohin mit der Flasche? Nö, das klappt nicht. Kannst du die halten? Wir müssen uns was einfallen lassen. Gib mir einen Moment. Wow, siehst du das? Hey, was machst du da? Oh, das machst du nicht. Erwischt. Was willst du? Ich brauche nur ein Stückchen von diesem Stoff. Deine Fingernägel, Igitt. Kannst du behalten. Ist doch nicht schlimm. Sie sind etwas schmutzig. Ich mache die später sauber. Jetzt habe ich Wichtigeres zu erledigen. Ich lege den Stoff auf den Tisch und schneide ein kleines Rechteck aus. Das falte ich einmal, genau so. Da lege ich eine Schnur drauf und jetzt klebe ich alles zusammen. Wow, eine Designer-Handtasche. Da passen all deine Sachen rein. Wie die Wasserflasche. Nimm sie. Hey, du brauchst auch eine Tasche. Gucken wir mal. Vielleicht habe ich was in meiner Tasche. Damit geht's nicht. Warte mal, was ist das? Ganz vergessen, dass die hier drin ist. Mit der putze ich mir jetzt aber nicht die Zähne. Ich trage Kleber auf das Gehäuse auf. Das müsste reichen. Hier habe ich eine Schale mit kleinen Perlen. Da tauche ich das Gehäuse ein. Und drehe es. Es soll komplett bedeckt sein. Jetzt kann die Zahnbürste weg. Und wir haben eine Handtasche. Genau so eine braucht meine Puppe. Die passt auch sehr gut zu deinem Kleid. Ich bin zufrieden damit. Wir sollen nachher in die Stadt fahren. Nein, geh da nicht rein. Warum macht sie das? Ist das vorbei? Nein. Ist noch schlimmer geworden. Warum gucken wir das denn an? Hey, guck mal. Ich habe noch nie so was Schönes gesehen. Wie bitte? Also, es sieht gut aus. Denkst du, was ich denke? Eiscreme. Ich habe total Appetit. Holen wir uns was. Der Laden wird schon zu haben. Vielleicht haben wir hier was Passendes. Lass mich nachdenken. Bis jetzt nichts. Warte, ich hab's. Damit wird's klappen. Barbie will Eiscreme, dann bekommt sie auch welche. Bin gleich wieder da. Du kommst mit mir. Welche Geschmacksrichtung will sie? Wie wär's mit Minze? Ich steck das hier rein. Und dann den Hebel runterdrücken. Das sieht gut aus. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Das reicht. Ich mache aber noch eins.
Barbie ist für zwei. Und sie liebt Eiscreme. Erdbeere, mein Favorit. Das könnte ich sofort essen. Aber ich muss widerstehen. Zwei Schüsseln Eiscreme kommen sofort. Ich hoffe, du hast Hunger, Barbie. Hier für dich. Wow, süßes, leckeres Eis. Gib her. Das sieht köstlich aus. Warte, irgendwas stimmt nicht. Ken? Kommt das Baby? Aber mein Eis! Oh, sie ist so süß. Sie hat meine Augen. Unsere Familie ist komplett. Hey, riechst du das auch? Dieser Schokoaufstrich ist echt köstlich. Probier mal. Oh nein, ich habe ihn überall verschüttet. Tut mir leid. Wir müssen dich umziehen. Zum Glück habe ich diesen Koffer mit Outfits. Ich bin auf alle Fälle vorbereitet. Wie findest du das? Süß, oder? Los, probier's an. Es wird dir gefallen. Wow, du siehst toll aus. Du siehst ja in jedem Outfit gut aus. Du bist so schick und gehörst auf den Laufsteg. Wow, ich bin total sprachlos. Und die Katze als Accessoire? Tolle Idee. Wie wäre es mit etwas Legerem? Es ist ideal für einen Spaziergang. Glamourös, aber leger. Gehst du mit Freunden aus? Mit diesem Outfit bist du bereit, Spaß zu haben. Du wirst der Mittelpunkt der Party sein. Du bist die beste Kleine. Wow, so viele schöne Kleider. Besser als meine Garderobe. Du brauchst wohl auch ein paar neue Kleider. Zeit für einen Einkaufsbummel. Zieh dich nicht einfach so aus. Ups, Entschuldigung. Wo soll ich nun hinschauen? Relax, sie ist abgedeckt. Hey, Ava, pst, kann ich mir die ausleihen? Die Socke, sie ist hinter dir. Ich habe gerade meine Nägel lackiert. Bitte, ich brauche es wirklich. Oh, nimm sie. Igitt, die ist ekelhaft. Danke, das wird schon klappen. Ich schneide zuerst die Spitze der Socke ab. Genau so. Dann ein kleines Dreieck an beiden Seiten. Sieht gut aus. Willst du es anprobieren? Wow, sieht toll aus. Ich wünschte, ich hätte so ein Kleid. Vielen Dank, Ava. Hä? Ich höre dich nicht. Egal. Schau mal, Barbie. Das ist genau, was du brauchst. Deine Haare sehen scheußlich aus. Hey, ich kann dich hören. Worauf warten wir noch? Rasieren wir es ab. Nicht bewegen. Das dauert nicht lange. Der Glatzenlook steht dir bestimmt. Tu es nicht. Leg den Rasierer weg. Nichts da. Du wirst es lieben. Das bezweifle ich stark. Wow, dein Kopf glänzt total. Meine schönen blonden Locken. Warte nur, bis du schläfst. Fast fertig. Warum machst du sowas? Ernsthaft? Das ist nicht cool. Jetzt brauche ich eine Nadel. Damit verpasse ich dir eine neue Frisur. Ich drücke die Nadel in Barbies Kopf. Und die Haare bleiben an Ort und Stelle. Das ist wie eine Haarverlängerung. Das läuft doch super. Vertrau mir, es wird toll aussehen. Es kann nicht schlimmer sein als ein rasierter Kopf. Ich muss mir nur Zeit nehmen. Und die letzte Strähne, die sehe ich aus. Wow, das ist großartig. Aber wir brauchen etwas Farbe. Ich bemale eine Mascara-Bürste mit Nagellack. Und dann bürste ich durch deine Haare. Wow, diese Farbe steht dir richtig gut. Gute Wahl. Ich wollte meine Haare schon immer färben. Aber Ken steht total auf mein blondes Haar. Das sollte reichen. Jetzt kommen wir zu den Accessoires. Diese Ohrringe sind toll. Oh, wie schick. Wow, du siehst umwerfend aus. Ich liebe es. Also, was nun? Dieses Outfit wird süß aussehen. Das schmeichelt deinem Haar. Oh, ich fühle mich so stylisch. Du hast echt Sinn für Mode. Ich kenne noch jemanden, dem es gefällt. Hey, du. Wow, du siehst wunderschön aus. Oh, ihr zwei werdet ein süßes Paar. Ich werde ganz emotional. Küsst euch. Wie könnte ich sie nicht küssen? Ich habe einen Freund. Nein, ich habe meine Zähne nicht geputzt. Ich rieche es. Oh, gleich passiert es. Es ist wie ein Märchen. Oh, wow, du hast noch eine Puppe. Oh, die küssen sich. Du musst echt alles ruinieren. Ich hab was für dich. Hehe, viel Spaß. Wie ekelhaft. Und was dich angeht? Au. Was für ein Schlag. Ich meine, er ist hingefallen.
Was hast du nur mit deinen Haaren gemacht? Die sehen so zerzaust aus. Ich muss telefonieren. Hallo, ich brauche deine Hilfe. Ja, es ist schlimm, sehr schlimm. Ah, Schätzchen, wo liegt das Problem? Das musst du dir anschauen. Ich mag die nicht mal anfassen. Du musst deine Magie einsetzen. Was sagst du dazu? Wenn du zahlst, mache ich alles. Ui, das könnte mein härtester Job werden. Ich werde sehen, was ich tun kann. Fangen wir mit Shampoo an. Kein Zweifel, Schätzchen. Wie wär's mit einer Kopfmassage? Schätzchen, weißt du, dass dein Haaransatz zu sehen ist? Das kann ich aber ändern. Spülen wir erstmal deine Haare aus. Dann trocknen. Und jetzt werde ich dich verwandeln. Ich bin ein Picasso mit der Haarbürste. Kleine, du wirst wunderschön aussehen. Ich streue jetzt Glitzer in dein Haar. Jeder braucht Glanz im Leben. Meine Arbeit ist hier getan. Wow, das musst du aufsetzen. Passt aber nicht zu meinem Outfit. Aber okay, du bist diejenige, die zahlt, aber ich find's demütigend. Den hast du dir verdient. Meine Augen. Jetzt dramatisier mal nicht über. Oh, der ist so glänzend. Gib her. War mir ein Vergnügen. Ruf jederzeit an. Wow, sie sieht so stylisch aus. Hm, ich muss deine Haare machen. Und ich weiß auch schon wie. Das wagst du nicht. Oh doch, ich mach dir eine Glatze. Alles kommt runter. Verabschiede dich von deinen goldenen Locken. Ich hab Nadel und Faden. Und ich verpasse dir eine neue Frisur. Ich zieh die Nadel mit dem Faden durch den Puppenkopf. Ich fange mit Pink an. Das wird schön leuchtend und auffällig. Und noch eine andere Farbe. Der ganze Kopf soll bedeckt sein. Den Rest der Schnur schneide ich ab. Jetzt kommt dein Kopf wieder drauf. Das sieht toll aus. Vielleicht färbe ich mir auch die Haare so. Dann sehen wir aus wie Zwillinge. Das steht dir. Damit fällst du auf jeden Fall auf. Gefällt's dir, Mindy? Wow, gut gemacht. Unglaublich, dass es dieselben Puppen sind. Hey, was ist das für ein Geräusch? Das kommt von den Toiletten. Hört das sonst keiner? Was ist da drin los? Ich muss nachschauen. Hallo? Ist hier jemand? Echt seltsam. Niemand da. Warte mal. Da ist was im Klo. Was ist das? Ist das eine Puppe? Die ist ja voll mit Glibber verschmiert. Total eklig. Riecht auch so. Hä? Das war nicht sehr nett. Niemand mag Morba. Hört auf damit. Ja, lauft lieber weg. Und kommt nicht wieder. Soweit alles okay? Du kommst mit zu mir. Wir müssen dich sauber machen. Das wird sicher nicht einfach. Ich meine, du stinkst. Okay, entfernen wir erstmal den Schleim. Igitt, ist das eklig. Das ist so klebrig. So, alles weg. Aber schmutzig bist du trotzdem noch. Das sieht nicht gut aus. Ich werde dich waschen. Die schmuddeligen Klamotten kommen auch weg. Was glaubst du, was du da tust? Hä? Hast du was gesagt? Ich bin mir dessen schon bewusst. Oh, natürlich, sorry. Was habe ich mir nur gedacht? Lass dir Zeit. Danke. Wow, fühlt sich gut an, diese Klamotten loszuwerden. Das glaube ich. Und gleich nimmst du ein schönes heißes Bad. Ich bereite alles vor. Das Wasser ist schön warm, damit du dich entspannen kannst. Ich mache noch einen Badezusatz rein. Den verteile ich gleich. Wow, so viel Schaum. Wie kommst du voran? Ich bin soweit. Hübscher Badeanzug. Die Farbe steht dir. Ich helfe dir in die Wanne. Na, wie ist es? Ist das Wasser okay? Ich brauche einen Schwamm. Mit dem geht der Dreck schön ab. Jetzt wird geschrubbt. Ist das gut so? Oh ja, das tut so gut. Daran könnte ich mich gewöhnen. Ew, du siehst eklig aus. Oh, du. Wegen dir sieht meine Puppe so aus. Ich muss dich sauber machen. Das klappt nicht. Ich denke, du brauchst ein Bad. Wird Zeit für eine Verwöhnsession. Du verdienst nur das Beste. Ich weiß, dass du das genießen wirst. Okay, runter mit den schmutzigen Klamotten. Die kannst du nicht mehr anziehen. Rein mit dir. Jetzt noch ein paar Blasen. Dafür brauche ich nur die Minzbonbons. Ist wie in einem Whirlpool. Wie ist die Temperatur?
Das sollte reichen. Raus mit dir. Wie wär's jetzt mit deinem Peeling? Dafür nehme ich diese Zahnbürste und Zahnpasta mit Aktivkohle. Wow, du hast viele Flecken. Ich wette, das kitzelt. Ich bin voll neidisch. So geht der ganze Schmutz ab. So ist es besser. Jetzt trockne ich dich ab. Wir wollen ja nicht, dass du dich erkältest. Du bist schön sauber. Im Gegensatz zu anderen. Ich kann dich hören, weißt du? Wir kriegen das auch ohne Limo hin. Ich habe einen Reinigungsschaum. Ich verteile ihn auf dir. Genau so. Und jetzt kommt die Reinigungsbürste. Deine Haut wird danach strahlen. Ich probier's mal kurz aus. Die ist so weich. Wie fühlt sich das an? Ich weiß, ist fantastisch. Die Bürste macht die ganze Arbeit und geht ganz schnell. Jetzt trockne ich dich ab. Das war's schon. Und du duftest total gut. Kann ich dir helfen? Oh, gute Idee. Noch eine Gesichtsmaske. Mach's dir bequem. Ich gebe Zahnpasta in eine Schüssel. Dann kommt Glitzer rein. Jetzt muss alles gut verrührt werden. Ich will eine Paste haben. Und mit dem Pinsel trage ich sie auf. Das müsste reichen. Mich darf ich nicht vergessen. Kosmetikerin zu sein ist harte Arbeit. Ah, lass uns entspannen. Das sieht gut aus. Aber wir haben wichtigere Dinge zu tun. Wir müssen was mit deinen Haaren machen. Wie wär's mit deiner neuen Farbe? Zuerst musst du abgedeckt werden. Ich wickle dich in Klebeband ein. Du kennst doch diesen Seetangwickel. Das hier ist genauso gut, auch wenn es ein bisschen klebrig ist. Erinnert mich an mein letztes Halloween-Kostüm. Ich leg das auf dein Gesicht. Ich habe jetzt Lust auf ein bisschen Spaß. Psst. Hey, hier drüben. Echt jetzt, Molly? Gib dir mal mehr Mühe. Oh, ich dachte, das reicht schon. Dann eben später. Jetzt färben wir deine Haare. Nicht bewegen. Der blonde Look passt nicht zu dir. Das ist eher deine Farbe. Sie wird dir gefallen. Vertrau mir, dunkles Haar sieht viel besser aus. Jetzt kommt das Klebeband ab. Andere bezahlen eine Menge Geld dafür. Ah, das war wunderbar. Meine Haut fühlt sich toll an. Hey, was soll das? Mach den aus. Hör auf. Warte, was machst du da? Was soll ich schon machen? Weg damit. Warte mal, die farbigen Schnipsel kann ich gebrauchen. Ich brauche 2 Schüsseln mit warmem Wasser. Ich fange mit dem rosa Papier an. Ich lege es in die Schüssel. Das Papier färbt jetzt das Wasser in ein leuchtendes Pink. Die Gesichtsmaske kann jetzt runter. Jetzt tauche ich deine Haare ins Wasser. Hoffe, du kannst die Luft anhalten. Das ist ein tolles Haarfärbemittel. Und jetzt ins blaue Wasser. Ich tauche aber nur die Spitzen ein. Das sieht toll aus. Was für ein Unterschied. Was sagst du? Ist okay, schätze ich. Auf wessen Seite stehst du? Schau dir dieses süße Outfit an. Das passt perfekt zu deinen Haaren. Du bist die hübscheste Puppe aller Zeiten. Oh, schau mal. Komm, setz dich. Sei nicht schüchtern. Oh, ich fühle mich wie eine Prinzessin. Komm bald wieder. Ich habe eine tolle Idee. Ich brauche nur meine Hausaufgaben. Okay, eigentlich nur den Plastikordner. Der Test kommt weg. Ich bekomme sowieso eine 1. Wird Zeit, kreativ zu werden. Der Schmetterling war meine Inspiration und ich will seine Schönheit einfangen. Ich zeichne Flügel auf die Folie. Genau so. Dann male ich ein paar Details dazu. So teile ich die Flügel in Abschnitte. Wow, das sieht toll aus. Jetzt schneide ich sie aus. Als nächstes brauche ich Nagellack. Ich nehme silbernen Glitzerlack. Damit male ich die Flügel an. Aber nicht jeden Abschnitt. Und jetzt brauche ich ein paar Pailletten. Ich streue sie über den Nagellack. Ich nehme Pink und Silber. Den Überschuss puste ich einfach runter. Ich habe einen tollen Effekt geschaffen. Jetzt klebe ich die Flügel an das Puppenkleid. Wow, du siehst aus wie eine Märchenfee. Ich hätte auch gerne so ein Kleid.